Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pumon Strahlender Diamant. Ja, beim letzten Mal haben wir uns Heatrun geholt. Und bevor es heute mit einem weiteren Pokémon weitergeht, bin ich schon mal hier im Kühnersufer gegangen, denn wir kriegen hier noch so ein bisschen was. Also, okay, der will kämpfen. Ja gut, ein Entwickler, Morimoto. Das heben wir uns für ein andermal auf. Weil hier drin müssen wir was bekommen. Genau, der DS-Player zum Beispiel. Fürs Erreichen des ersten Champs. Und von ihm bekommen wir noch den Super Funking, Super Funkin. Was tun diese beiden Items nun? Das können wir mal kurzhand überprüfen. Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Ja, sind halt diese Crit-Würfe da beim Fangen. Und der DS-Player, ein Abspielgerät, das Musik aus einer längst vergangenen Zeit spielt, lässt sich durch simplen Knopfdruck bedienen. Ich aktiviere es einfach mal. Ja, jetzt haben wir hier halt die Musik. Aus den Originalspielen. Diamant. Ein Perl. Ist eine ganz nette Sache. Das gab es ja zum Beispiel auch im Hardcore zu Silber. Ne? Da gab es das nämlich auch. In der Form mit dem GBA-Player oder nur GB-Gamer-Player oder so. Es tut einem halt einfach nur die Original-Soundtracks abspielen, wenn man das Teil aktiviert. Ist ganz nett, wie gesagt, für Nostalgiker. Das ist Silvana. Hallo, du, da hast du auch schon von den Gerüchten gehört? Du weißt schon, die Gerüchte über das Geisterbohnen in der alten Villa. Es soll auch von unheimlichen Schatten die Rede sein. Ich würde ja selber nachsehen, aber weißt du, ich bin doch als Arena-Leiterin immer sehr beschäftigt. Ich habe viel zu tun, hörst du? Ich drück mich ganz und gar nicht, weil ich Angst habe, klar? Also viel Erfolg, wenn du die wieder erforst. Die ist durch uns durchgelaufen. Habt ihr es gesehen? Meine Güte. Sie ist selber ein Geist. Aber ja, ich denke mal, es ist schwer zu erraten, was wir heute vorhaben. Steht wahrscheinlich so im Titel, von daher erst recht nicht. Wir betreten die alte Villa erneut. Nur ist es dieses Mal etwas später. Und wir haben die Liga geschafft. Es ist gerade nach 20 Uhr. Und da haben wir den Fernseher. Problem wird jetzt nur sein, das zu fangen. Im Fernseher scheint sich ein Pumon versteckt zu haben. Vielleicht kommt es heraus, wenn du am Fernseher rüttelst. Versuchst du es? Das am Fernseher gerüttelt. Wir werden von einem wilden Fernseher angegriffen. Ah ne, ist ja nur ein Rotturm. Huch. Da
Hat sich mein Controller gerade selbstständig gemacht anscheinend. Alter, wie Rotom hier am Rumzappeln ist, ne? Schade. Doppelteam. Ja, warum ist das Teil eigentlich auf Level 15, wenn du es doch eh erst nach der Liga fangen kannst? Das begreife ich nicht so ganz, aber muss ich auch nicht. Muss ich auch nicht unbedingt und es bleibt leider nicht drin. Schade. Und es spammt einfach weiterhin Doppelteam. Wahrscheinlich kann es nichts anderes, was es Knackrack... Also mit dem es Knackrack Schaden zufügen könnte. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Geistattacke kann, um anzugreifen. Eine Elektroattacke wahrscheinlich, Donnerschock oder so. Ich meine, es ist nur auf Level 15, ne? Da kann es halt noch nicht so viel. Ja, Rotom könnte man in Platin bereits vor der Liga fangen. Halt, ja, nach Ewi genau. Und da haben wir es auch schon. Wunderbar. War ja easy. Nimm es mal sogar mal mit ins Team. Elotee kommt mal kurz in die Box. Huch, da ist etwas heruntergefallen. Du hältst den Geheimschlüssel. Ja, und mit dem können wir nur etwas anderes machen. Was nebenbei Platin-Content ist, ich will es nur sagen, ne, Ilka? Oder Nintendo? Wenn ihr schon Platin-Inhalt einbaut, wieso da nicht ein bisschen mehr Platin-Inhalt? So, ich will mal den Zappel-Philipp nebenbei rauslassen und uns auch erstmal angucken. Ja, Rotom ist wirklich auch auf der Overworld ein Zappel-Philipp. Zaghaftes Wesen. Und es hat, okay, es hätte noch keinen Fußstrahl. Ansonsten aber nichts mit dem ist, meinem Knackrack. Alter. Das sieht aus, wie als ob es ein Fehler im Spiel wäre oder so, ne? Wie sich Rotom bewegt. Naja, mit dem Geheimschlüssel und Rotom. Gehen wir einfach mal hier hinein. Ich glaube, man hat das sogar so ein bisschen eine Tür gesehen. Jetzt kommen wir hier durch. Kann man hier noch irgendwas an dem Zeug sehen? Nö. Aber da liegt noch was. Da liegt ein merkwürdiges Notizbuch. Sein Alter lässt sich nur schwer bestimmen. Durch reinen Zufall erlangte ich Informationen über das Pokémon Rotom. Erstaunlicherweise ist Rotom in der Lage, in spezielle Motoren hineinzuklettern. Ja, lest mal Rotom rückwärts, ne? Ich konnte nachweisen, dass es imstande ist, in diverse Haushaltsgeräte einzudringen, wobei es einen Formwandel vollzieht und die jeweiligen Eigenschaften des Geräts übernimmt, in das es hineingeklettert ist. Ferner konnte ich nachweisen, dass sich sein Typ sowie seine Attacken in Abhängigkeit von der Form, die es angenommen hat, unterscheiden. Diese Pokémon muss genauestens beobachtet und analysiert werden. Die Ergebnisse müssen streng geheim bleiben, damit die Anerkennung allein mir gebührt. So wird mein Name in die Geschichte eingehen, als das Genie Char. Die restlichen Seiten des Notizbuchs sind leer. Ja, da wird von dem im Platin eingeführte vierte Commander Charon oder wie auch immer der ausgesprochen wird, die Rede. Ja, hier haben wir die fünf Formen für Rotom. Da haben wir die Feuerform,
die Wind, die Eis, die Wasser und die Pflanzenform. Versucht Hydropumpe zu erlernen, Mann. Okay. Ich glaube, die Formen, also die Attacken sind aber nur für... Oh, scheiß mal auf Doppelteam. Die jeweilige Form möglich. Du erst den Rotom-Katalog. Okay. Jetzt kommt auch nur der Professor. Oh, wie schön, dich zu treffen. Du musst das Füllen des Pokédex wirklich sehr ernst nehmen. Wenn du es erst hier in Apoma suchst. Was machen sie hier? Nun, ich besuche hin und wieder einen mir bekannten Professor in Ewigenau. Er kennt immer die interessantesten Gerüchte über Pokémon. Ein Pokémon, das in Elektrogeräte klettert? Hm, das deckt sich nicht so ganz mit dem, was ich darüber gehört habe. Meines Wissens nach soll es vor langer Zeit ein Pokémon gegeben haben, das mit einem Spielzeugroboter eins wurde. Gab's? Ne, das war ein Digimon. Was ich gerade im Kopf hatte. Digimon Data Squad, da gab es irgendwie eine Voll... Oder? Doch. Ich meine schon, dass da irgendwas mit einem Spielzeugroboter war, der übernommen wurde und so. Das warf die Frage auf, ob dieses Pokémon nun also als neue Art angesehen werden soll oder nicht. Gerade als die Diskussion dazu losgehen sollte, verschwand besagtes Pokémon samt Roboter. Okay. Ja, es ist ein Elektro-Wasser-Pokémon. Mit Schwebe. Also es hat nicht mehr den Geisttypen, dafür jetzt eben den Wassertypen. Der Elektro-Typ bleibt anscheinend dann immer vorhanden. Ich glaube, an den Stats ändert sich aber nichts, so wie es aussieht. Na gut. Ich glaube, dann gucken wir uns mal Rotom Wash in der Oberwelt an. Okay, das ist... ja, es kommt zumindest hinterher, ne? Wenn es nicht irgendwo stecken bleibt. Ja. Rotom ist schnell genug, das kommt hinterher. Das ist doch schön. Naja, gut. Rotom könnt ihr nebenbei nur im Zeitraum von 20 Uhr und 4 Uhr morgens fangen. So, ich wollte mir Rotom eigentlich auch nochmal akzeptables Potenzial. Okay, die DVs von Rotom sind für den Arsch. Von dem Flemly, das ich hier noch gefangen habe, auch. Ist ja toll. Meine Kaumalazier sind auch scheiße. Was war das denn eigentlich für ein Ei? Achso, ich glaube hier das, was wir damals in Herzhofen bekommen haben. Oh ne, das Riolo-Ei war das. Das müsste ich vielleicht auch mal ausbrüten. Naja, was soll's. Na gut, Leute, dann hätten wir jetzt eigentlich soweit alle Pokémon gefangen, die wir ohne den Hamanasu-Park fangen können. Auch gefangen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Mal zum besagten Park gehen werden und uns dort mal ein bisschen umschauen. Ja. Gibt es da noch ein paar Kämpfe, die wir auch noch machen können, aber ich glaube, die machen wir dann einfach danach. Ja, ich denke schon. Erstmal Legis, wir haben jetzt genug gekämpft. Jetzt wird noch ein paar weiter Legis gefangen und dann machen wir noch die letzten Kämpfe und danach stehen eigentlich schon die Liga-Rematches an. Ja.
Bisschen fehlt zwar noch, aber es nähert sich so langsam dem Ende, muss ich sagen. Naja, aber das war's erstmal mit diesem Part. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, ihr mir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir, wie gesagt, zum Hamanasu-Park gehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.